Willst du besser bei Frauen ankommen und nervt es dich, egal wie sehr du dich anstrengst, kein Interesse bei Frauen auszulösen? Partner, ich weiß sehr wohl, wie sich diese Situation anfühlt, denn noch vor einigen Jahren war ich in derselben Lage. Wirklich gute Frauen ignorierten mich und zogen es vor, mit Typen ins Bett zu steigen, welche nichts als Großmäuler und Hochstapler waren oder sie sogar wie Dreck behandelten. Eigentlich war es immer derselbe Ablauf. Ich lernte eine Frau kennen, sie zeigte anfangs Interesse, ließ mir eine Telefonnummer da und ab und zu reichte es sogar noch für ein Date. Doch spätestens nach diesem war die Luft meist völlig raus und an eine Beziehung oder an Sex war nicht mehr zu denken. Ein und vielleicht der Tiefpunkt war meine damalige Freundin Fanny. Ich hatte es tatsächlich so weit gebracht, dass eine hübsche Frau fest an meiner Seite war. Zumindest hatte es den Anschein. Es vergingen 4 Monate einer eigentlich guten Beziehung mit gutem Sex, spannenden Ausflügen und schönen Erlebnissen. Doch dann begann sich Fanny urplötzlich komisch zu verhalten und Heimlichkeiten von mir zu verbergen. Eines Tages entdeckte ich in ihrem Schreibtisch. Japp, ich durchwühlte gründlich ihre Sachen. Einen Brief an ihre beste Freundin. In diesem brüstete sie sich völlig cool und nonchalant, während sie mit mir zusammen war, mit einem anderen Typen ins Bett zu steigen. Ich sehe den Brief noch heute vor mir. Und im Ernst. Sie schrieb so, als wäre es die normalste Sache der Welt für sie. Ich war natürlich völlig am Boden zerstört, das kannst du dir vorstellen. Und ich zweifelte mehr und mehr an der Frauenwelt. Ja, ich begann tatsächlich, sie zu hassen. Heute weiß ich, wen ich eigentlich hasste, war ich selbst. Nach mehreren Monaten voller Selbsthass schwor ich mir, der Sache auf den Grund zu gehen und herauszufinden, warum Frauen so handeln, wie sie eben handeln. Was in Gottes Namen ist es, das Frauen bei Männern eigentlich wollen? Warum rennen sie immer einem ganz bestimmten Typ Mann hinterher? Was muss man sagen und tun, damit Frauen sofort sexuelle Anziehung verspüren? Warum sieht es bei Männern, die bei Frauen ankommen, so extrem einfach aus? Müssen diese Männer sich überhaupt anstrengen, damit ihnen Frauen hinterherlaufen? Ich ging den Regeln für Anziehung sozusagen kompromisslos auf den Grund. Ich studierte die Frauen, ich beobachtete ihr Verhalten, ich ging ohne Rücksicht auf Peinlichkeiten dorthin, wo es richtig wehtut. Und ich begab mich an die Seite von Jungs, die es einfach drauf haben. Was ich dort im Laufe der Zeit lernte, waren unter anderem 3 wichtige Erkenntnisse. Die erste Erkenntnis, die ich machte, war: Es war nicht direkt meine Schuld, wenn mich Frauen verschmähten und auch nicht, wenn sie fremd gingen. Das Problem, Sportsfreund, liegt meist in dem viel zu geringen Wert, den man sich selbst zumisst. Du kannst als Mann nicht alles kontrollieren. Und je mehr du dir Gedanken darüber machst, ob eine Frau dich mag oder nicht mag, beziehungsweise ob sie sich auch wirklich wohl bei dir fühlt, ja, desto höher wird die Gefahr, dass sie dich sitzen lässt oder von vornherein kein Interesse für dich entwickelt. Ich will, dass du dir diese Erkenntnis fest hinter deine Ohren schreibst. Es ist nicht deine verdammte Schuld, dass Frauen dich abweisen. Meine 2. Erkenntnis war: Frauen wollen bei einem Mann nicht das, was sie vorgeben zu wollen, und sie wollen auch nicht das, was die meisten Flirt-Gurus und Lifestyle-Magazine dir erzählen. Sobald du als Mann einer Frau gegenüber deinen Beziehungsfokus auf Dinge wie Verständnis, Freundschaft, Romantik und so weiter legst, dann hast du verloren. Ein attraktiver Mann tut so etwas nicht. Beziehungsweise er tut es nur zu ganz besonderen Gelegenheiten. Stattdessen handelt er aus dem Bauch heraus. Er handelt spontan. Und er betrachtet Frauen zuerst als sexuelle Wesen und erst dann als Mensch. Meine 3. Erkenntnis. Frauen, die du gerade erst kennengelernt bzw. angesprochen hast, sind nicht in der Lage, auch nur im Entferntesten ein Urteil über dich zu fällen. Was heißt das? Wenn du zum Beispiel irgendwo eine Frau ansprichst oder eine auf einer Party kennenlernst, die abweisend reagiert und dir einen Korb gibt, dann musst du die Geschichte nicht erst am nächsten Tag vergessen haben. Nein, du musst die ganze Frau schon vergessen haben, noch bevor du ihr den Rücken zudrehst. Je mehr du darüber sinnierst, was du eventuell nicht richtig gemacht hast, beziehungsweise was ihr an dir nicht gefallen haben könnte, desto mehr manövrierst du dich ins Abseits und desto mehr wird dein Selbstwert leiden. Misst den Reaktionen und Urteilen von Frauen also keine allzu große Bedeutung zu. Diese ändern sich meist im Sekundentakt, da sie nicht auf Fakten und Ratio beruhen, sondern immer nur auf der momentanen Gemütslage.
Das ist aber noch nicht alles. Und ich habe noch eine vierte und sozusagen eine Bonuserkenntnis, die ich dir mit auf den Weg geben will. Was einen Attraktiven von einem unattraktiven Mann unterscheidet, sind nur Kleinigkeiten, die relativ leicht mit urmännlichen Qualitäten zu beheben sind. Begehrte Qualitätsmänner tun in Bezug auf Frauen viel weniger als Normalotypen. Diese Normalotypen lassen keine Gelegenheit aus, Frauen hinterherzulaufen oder hochzustapeln, nur damit sie mal eine ins Bett oder an ihre Seite kriegen. Qualitätsmänner stellen sich und ihre Prioritäten, ihre Vorhaben und ihre Visionen an allererste Stelle. Frauen kommen erst weit abgeschlagen dahinter. Und gerade weil ihre Taten und Pläne Priorität vor den Frauen haben, sind sie besser und erfolgreicher als andere Männer und geben Frauen deshalb mehr Sicherheit. Wenn du die Frau an erste Stelle platzierst, denkt sie, sie muss ständig etwas tun, um deine Lorbeeren zu rechtfertigen. Und sie denkt, du brauchst sie, damit du dich erfolgreich und gut fühlst. Ich sag dir was. Wenn du dich als Single und ohne Frauen schlecht, unattraktiv und minderwertig fühlst, dann fühlst du dich auch mit heißen Frauen so. Fällt dir was zu meinen Punkten ein, lass es mich wissen. Und wenn du bei Frauen sofort Verlangen auslösen und an die 2% der super heißen Exemplare rankommen willst, dann kann ich dir das per E-Mail schicken. Klick dafür den Link unterhalb des Videos. Gib mir einen Daumen hoch und falls du neu hier bist, abonnierst du natürlich den Kanal. Ciao, ciao.